Hallo, liebe Gartenfreunde. Ja, jetzt wollte ich, also ich meine, die Schnecken ist halt einfach wirklich ein Problem. Wenn irgendeiner von euch da was findet, dass es einen vernünftigen Schneckenzaun gibt, ich habe jetzt verschiedene Sachen probiert. Ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass es was bringt. Ich habe das mit der Schafwolle hingelegt und da hat es geheißen, da laufen sie nicht so drüber. Mag sein, dass sie es nicht ganz so gern mögen, aber richtig hält es die Schnecken nicht ab. Ich meine, das einzige wirklich Gute sind halt die indischen Laufenten. Da ist halt zu sagen, wenn man halt so Enten hält, ist es halt wichtig, dass man sie abends einsperrt. Da gibt es halt eine Methode, das ist, dass man sie nur abends im Stall füttert. Dann finden die heim. Da muss man ihnen halt irgendwelche Schmankerl geben, die sie wirklich gerne mögen. Das muss man halt ausprobieren, ob es jetzt das eingeweichte Getreide oder Brot oder Salat oder was auch immer ist. Und das darf man ihnen halt nur abends geben, weil Tiere sind ja durchaus lernfähig. Wenn es das leckere Zeug gibt, dann sind die da. Also ich meine, das merken die sich. Und die haben auch einen Bezug zur Tageslänge oder Uhrzeit so im gewissen Maß. Das wissen die auch genau, wenn es das abends gibt. Also da muss man die nicht auch eintreiben oder so. Oder immer schauen, dass sie von alleine da... Also da gehen sie von alleine in den Stall rein. Also klar, wenn ich die natürlich zur falschen Zeit in der Früh, wenn sie aus dem Stall rausgehen, füttert und dann abends ihnen nichts Tolles gebe, ja, warum sollen sie in den Stall gehen? Die sind nicht so intelligent, dass sie wissen, dass der Fuchs käme. Okay, ein Freund von mir hat sogar ein paar so Enten, die sind aber vom Nachbarn ihm zugelaufen und die fliegen auf einen Baum und schlafen auf Bäumen. Da habe ich gesagt, da würde ich vielleicht gerne mal welche haben wollen, weil das ist ja schon mal eine recht gute Anpassung, auf Bäumen schlafen, weil da kommt der Fuchs nicht rauf. Das wäre ja schon mal was. Ich meine, an so einer indischen Laufente ist ja zum Essen selbst ja wohl wenig dran. Das muss man ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht. Also ich esse ja Fleisch. Naja, weiß ich gar nicht, ob ich die essen wollen würde, weil die sind irgendwie schon sehr dürr. Also das, aber ich meine, wenn man daran trinkt, was die Schnecken vertilgen. Man muss natürlich, da wo es Schnecken hat, auch immer ein paar Schüsselchen mit Wasser dann aufstellen. Weil die müssen natürlich schon schauen, weil auch für die der Schneckenschleim natürlich klebt. Und da brauchen die dann schon mal Wasser zum Nachspülen, wenn man so will, dass sie die Schnecken auch runterkriegen. Weil ich muss gestehen, ich verwende halt jetzt Schneckenkorn, weil ich wohne jetzt hier nicht direkt, wo mein Garten ist. Und da habe ich halt nicht Zeit, immer abends da mit der Schere rumzulaufen und sie aufzuschneiden. Ich meine, wie manche Leute einsalzen, finde jetzt ich brutal. Also ich finde jetzt die Methode des Schneidens in Anführungsstrichen humanste Methode des Tötens, weil es ja relativ schnell geht. Und der Vorteil ist halt, wenn sie dann da liegen, wenn man sie dann so ein bisschen da wohin räumt, wo sie dann gesehen werden, also wo man sie sieht, dann kommen ja die lieben Kollegen zur Beerdigung, also vielmehr, die sind kannibalistisch. Da kann man die dann auch nochmal eine halbe Stunde später, sind meistens wieder ein paar da, die man dann wieder zerschneiden kann. Aber ich denke halt einfach, das Beste wäre halt die Enten. Man kann die auch gut liegen lassen. In der Früh sind die meistens alle weg, diese Kadaver von den Schnecken, weil da habe ich ja diese Tigerschnecken, die sind richtig kannibalistisch. Die fressen dann die Getöteten auf. Also das sind meistens in der Früh ist das weg. Also die Tigerschnecken, die können ziemlich groß werden, bis zu fast 20 cm lang, sind grau und haben schwarze Punkte und Streifen. Die fressen schon mal auch ein Salatblättchen, aber die sind bei mir geduldet. Was mal sein kann, dass ich sie halt da, wo ich meine Sachen ansehe, da mag ich sie dann auch nicht haben. Aber ansonsten dulde ich die. Ja, dass wir halt auch noch ein bisschen Garten haben, das sind meine Hokkaido-Kürbisse. Die sind halt wirklich lang haltbar. Daneben hier sieht man jetzt schon, das ist jetzt ansatzweise eben der Mehltau an den Zucchini-Blättern. Und da muss ich jetzt einfach sagen, die sind zu eng beieinander. Ich habe es jetzt einfach nicht wirklich hinbekommen, dass ich da so und so viele rausreiße.
Die sind auch später gesät. Also das wären jetzt eigentlich die, die wo fitter sein müssten als die alten wieder hinten. Das ist jetzt noch eine alte Zucchini. Aber da sieht man jetzt auch schon, da ist jetzt eben auch schon der Ansatz von Mehltau. Aber das ist halt Anfang September, da muss man damit leben, dass dann der Mehltau kommt. Dann habe ich da eine jüngere. Ja, die hat jetzt zum Beispiel eben kaum Mehltau, nur auf den ganz alten Blättern. Also es macht schon immer Sinn, wenn man einen zweiten Satz hat von die Zucchini. Und man soll sie halt einfach nicht so eng zusammenpflanzen. Ja, ich tue mir manchmal ein bisschen hart, Pflanzen auszureißen. Weil ich mir dann denke, naja, dann dürfen sie halt doch, das wird schon was werden. Ja, irgendwie wird schon was. Vernünftiger wäre es natürlich schon, das ihnen mehr Platz zu geben, weil wenn dann die Luft hinkommt, trocknen sie schneller ab und dann ist das Milieu, was die Pilze lieben, halt nicht so da. Weil wenn die Luft steht und so hohe Feuchtigkeit ist, dann finden das die Pilze halt total schick. Ja, da ist halt auch die Kapuzinerkresse, die könnte ich jetzt auch endlich einmal wegreißen, dann käme auch mehr Luft hin. Aber es sind ein Haufen Kohlweißling-Raupen dran. Ja, wie gesagt, manchmal tue ich mir ein bisschen hart mit Pflanzen wegreißen. Muss ich eh in der Arbeit als Gärtner oft genug machen und dann bin ich da nicht so ganz. Dann denke ich mir, naja, bei mir da im Garten dürfen sie es dann